Jo Leute, Servus, David von Einzelsandisch hier. Erstmal Happy Halloween an euch alle da draußen. Und traditionsgemäß zeige ich euch mal, wie ihr einen Kürbis erstellen könnt. Gibt natürlich gefühlt tausend andere Videos, aber jetzt habt ihr noch eins. Und zwar gehen wir erstmal auf Kugeln, dann gehen wir auf Darstellungen, auf Shading Linien, damit ihr die Linien sehen könnt. Geht auf Segmente, gehen auf 12. Dann haben wir das so. Und gehen unser Polygon-Werkzeug. Gehen hier erstmal bei Kugel auf C, damit wir sie editieren können. Dann gehen wir auf Selektion, Loop-Selektion und wählen uns unsere oberen Polygone aus. Und dann machen wir Rechtmaustaste, innen extrudieren, extrudieren uns das ein bisschen rein, ein bisschen weiter als zur Hälfte, drücken entfernen, weil das quasi unsere, und da kommt unser Stiel nachher raus. So, dann drücken wir STG-A. Dann rechte Maustaste extrudieren, Deckflächen anschalten und extrudieren und das ein bisschen höher. Ich glaube, so ist das in Ordnung. So, jetzt gehen wir auf Selektion wieder, Loop-Selektion und selektieren uns so versetzt diese Ringe hier. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, könnt ihr verschiedene Selektionen machen. So, damit es so aussieht etwa. Rechte Maustaste bevel und irgendwo reindrücken und beveln wir uns das ein bisschen nach oben. Ich glaube, so ist schon okay. Dann machen wir später nochmal. Selektion, Loop Selektion, selektieren uns die anderen Felder. Ungefähr so. Rechte Maustaste bevel. Bevor wir jetzt die Settings verändern, gehen wir unten auf Neu transformieren und voilà. Der hat jetzt dieselben Einstellungen genommen wie beim letzten Bevel. Das ist mal praktisch. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Nehmen wir Subdivision Surface und machen unsere Kugel mal hier rein. Und jetzt müsste das theoretisch aussehen wie ein Kürbis. Ja, sieht auch schon mal ganz nett aus. So, dann als nächstes machen wir uns unser Grünzeug. Das heißt, wir gehen in die Vorderansicht, also vor nur hinten. Ist wichtig, nicht links, rechts, oben, unten, sondern einfach nur vor nur hinten. Ist quasi später fürs NURB wichtig. So, deswegen, wir nehmen unser Spline-Stift und zeichnen wir uns hier erstmal etwas rein. Machen wir das Ganze so. Dann machen wir das so hier in etwa. Ja, so ist doch okay. Dann nehmen wir bei Spline unseren Kreis und dann nehmen wir bei NURB unser Sweep. Gehen wir natürlich erstmal Objektwerkzeug wieder. Gehen wir raus. Jetzt ist es. Ah, okay. Jetzt hat er aber irgendwie, warum auch immer, verschoben. Kein Problem. Geht hier, wenn ihr das Problem auch gerade habt, geht einfach hier, bis ihr das Symbol habt. Und zieht es einfach ein bisschen weiter raus. So, jetzt ist es, wenn ihr euer Kreis und euer Sweep packt, nehmt und das Blein auch, nehmt das Blein die Form des Kreises an. Natürlich andere Seite, Sweep muss nämlich oben sein, Quatsch, Kreis muss oben sein. Bei Kreis gehen wir auch bei Radius natürlich ein bisschen kleiner. Und voilà. So sieht das schöne Ding aus. Jo, ist nicht schlecht. 4 oder 5, was machen wir? Machen wir mal 5. 5 ist, denke ich, in Ordnung. Gehen wir hier bei Spline-Objekt, dann von Typ, weil das ist natürlich der eckig, auf B-Spline, heißt, er rundet jetzt die Ecken ab. So, jetzt ist es natürlich so. Und zwar, das ist natürlich wie so ein Regenschirm abgeschnitten. Das wollen wir nicht haben, deswegen gehen wir hier bei Sweep, gehen auf Details, haben hier unseren Graphen. Und wenn ihr sehen könnt, also sprich, eins, also eine Seite ist hinten, eine Seite vorne. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise die rechte Seite nach unten zieht, seht ihr, okay, das verändert sich. Das heißt, am Anfang ist dick, am Ende ist dünn.
Das wollen wir haben. Allerdings nicht so, sondern wir machen das erstmal so. Dann gehen wir auf dieses schwarze Ding und können das ein bisschen absmoosen. Heißt in etwa so. Ja, das ist okay so. Jetzt gehen wir auf das Sweep. Und wenn wir auf unser Live Selection Tool gehen, okay, sehen wir, die Achse ist ein bisschen verschoben. Das heißt, wir gehen in Vorderansicht, gehen in unser Achsenwerkzeug, ziehen das Ding nach oben. Und voilà, haben wir schon mal in der Mitte. Gehen wir wieder raus und ziehen die ein bisschen nach oben. Jetzt ist es so, wir machen unsere Kugel erstmal aus. Hier mit dem Punkt. Drücken wir bei unserem. Warum hatte ich das als Null gemacht? Also entweder ist es spät oder macht, was er will. Naja, ziehen wir es wieder raus. Null können wir löschen eigentlich erstmal. Sweep. Drücken wir C. Und jetzt gehen wir unser Kantenauswahlwerkzeug, gehen auf Selektion, gehen auf Loop-Selektion. Wählen uns unsere Kante aus. Rechte Maustaste extrudieren, aber nicht zu wenig, also schon ein bisschen was. Und jetzt können wir uns das Ganze skalieren. In etwa so. Ist ein bisschen viel, glaube ich. Können wir unsere Kugel anstellen wieder. Ja, ist natürlich ein bisschen viel. Jetzt, wie wir sehen können, ist es natürlich noch ein bisschen verschoben, weil ich habe das nicht ganz die Mitte getroffen, also ist ein bisschen nicht ganz so perfekt. Das heißt, gehen wir auf Sweep, gehen auf unser Werkzeug, gehen auf Rotieren, also drehen. Und als allererstes, wenn wir das jetzt nämlich drehen, er dreht es anhand der Achse, deswegen er dreht es nämlich so. Wir wollen es natürlich ein bisschen präziser haben. Das heißt, wir schieben uns unsere Achse erstmal nach oben. Voilà, so. Und jetzt können wir rausgehen. Und jetzt schieben wir. Na, das war ein bisschen viel. Schieben wir das ein bisschen gerade. Warum war es da? Ja, ich glaube ein Mü. Das ist gar nicht so einfach, ey. Ein bisschen noch. Okay, entweder ich habe einen Knick in der Optik oder das ist gerade. Ich glaube, das ist so okay. So, jetzt ist es halt natürlich ein bisschen Zylinder, ein bisschen spitz. Das heißt, wir gehen wieder unseren Kantenschnitt, Kantenansicht, Sweep und ziehen uns das einfach nach oben. Ungefähr so. Jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich noch ein bisschen skalieren, weil es doch ein bisschen groß. Gehen wir Sweep wieder Kantenansicht und skalieren machen wir so, damit wir das natürlich ein bisschen kleiner haben. Testen wir einfach mal aus, ziehen uns das runter und ja, das sieht doch gut aus. Ziehen wir es mit ein bisschen mittiger. Ja. Kann man nicht meckern. Ist doch in Ordnung. So, jetzt kommt das Highlight. Und zwar das Gesicht. Wir gehen jetzt zum Beispiel in die Vorderansicht, also am besten. Gehen auf unser Spline und machen erstmal die Kugel aus. Obwohl wir markieren das beides alles. Drücken G, also erst der Alt G, sorry, und haben das wieder kopiert. Machen wir hier natürlich an, machen wir die Gruppe aus. So, jetzt zeichnen wir uns mal ein paar Augen. Nicht wundern, meine Künste, Zeichenkünste sind ein bisschen bescheiden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen. Ja, ist doch in Ordnung. So, ja, okay. Gut, das war jetzt nicht so schwer.
Aber für meine Künste gerne ein Abo und einen Daumen nach oben. So, jetzt gehen wir hier auf unser Objekt-Tool, gehen auf Symmetrie, packen unser Spline in das Symmetrieobjekt rein. Und wie wir sehen können, haben wir das jetzt gespiegelt. Wenn wir jetzt in unser Objektwerkzeug gehen und auf unser Spline und wir verschieben das jetzt, können wir sehen, okay, sorry, ist ein bisschen spät. Jetzt, wie ihr sehen könnt, schieben wir das ein bisschen auseinander. So, das können wir gleich in E nochmal ändern. Machen wir das so. Und jetzt machen wir uns den Mund. Also wir gehen hier raus, dass nichts mehr selektiert ist. Gehen dann auf unser Spline und zeichnen wir uns irgendeinen Mund. Ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Ja, okay. Ja, okay. Ist doch. So. Okay, verschieben kurz noch meinen Punkt hier. Ja. Okay, ist doch in Ordnung, erstmal würde ich sagen. So, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, wir nehmen uns ein Extruder, packen unser, nennen wir das mal Mund. Mund und Augen. Packen wir das hier rein. Nehmen wir unten nochmal einen zweiten. Packen wir unsere Augen da rein. Ach so, Quatsch. Symmetrie. Nee, Symmetrie. Warum macht er das jetzt nicht? Packen wir die Augen hier rein. Jetzt hat er das gemacht. Und ja. Machen wir unsere Kugel wieder auf. Selektieren uns alle hier, also das ganze Gesicht. Drücken Alt G, nennen das Ganze dann Gesicht. Gesicht. Ziehen das ein bisschen weiter vor. Ja, okay. Müssen das aber, glaube ich, ein bisschen verschieben. Ja, so ist doch, so könnte was werden. Nehmen dann unser Objekt, also bei unserem Objekt-Tool nehmen wir aber das Bool. Jetzt ziehen wir das Gesicht einfach mal. Also gerade ziehen wir uns das hier irgendwie mal so in die Mitte, dass das Ganze mittig ist. Und auch von, ich überlegen, machen wir das vielleicht doch ein bisschen kleiner. So, okay, ja, so ist gut. Und gehen wir auf Extrude und können hier das einfach ein bisschen rein extrudieren. Natürlich nicht so viel. So sollte okay sein und bei den anderen extrudieren natürlich auch. Denke, so ist okay. So, dann packen wir unser Gesicht in das Bool rein und unsere Null ins Bool. Und wie wir sehen können, ist es jetzt ausgeschnitten. So, die Augen jetzt natürlich noch nicht so ganz, weil. Das war wohl nicht so ganz mit dem Extrudieren. Wo haben wir das? Nicht das Ding, sondern das Gesicht. Moment, hatten wir. Ne, Quatsch, das war der Mund, sorry. Da Augen. Ziehen wir das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rein.
Okay. Ja. Ja, so ist doch in Ordnung. So. Dann machen wir uns hier eine Textur. Machen wir die mal orange. Ziehen das Orange auf unser Gesicht und auf unser Nullen. Allerdings machen wir natürlich ein Grün beim Grünzweig. Heißt, wir öffnen unser Null, packen auf unser Sweep Grün rauf. Ups, so, und jetzt ist es grün. So, als nächstes machen wir uns mal ein Lichtlein, dass man da auch was sehen kann. Machen wir das ungefähr hier so hin. Ja, ungefähr. Machen wir uns mal einen Boden, also machen wir am besten eine Ebene, weil die kann man auch gut sehen in der Ansicht hier, weil am Boden kann man nichts sehen. Also in der Seitenansicht zumindest nicht so einfach, also ohne jetzt was zu ändern in den Settings. Und das Ding wollen wir uns jetzt mal skalieren. Das ist eigentlich wurscht, wie weit. Das ist einfach so zur Anschauung, ich mache jetzt keinen großen Light-Gedöns oder sowas. Nur damit ihr schon mal sehen könnt. Licht machen wir sichtbar. Schatten machen wir, na Quatsch, Schatten machen wir, Shadow Maps weich. Und dann machen wir uns noch ein Lichtlein und zwar hier rein. Da machen wir dasselbe, sichtbar. Schatten, Shadow Maps weich. Und das machen wir uns natürlich auch orange, wie sich das gehört. So, jetzt ziehen wir natürlich noch den Radius für das Licht, also quasi, das ist aber nicht gelb, sondern orange, bitte. Jo. Ja, egal. Können wir gucken, wie es aussieht. Obwohl doch mal, lassen wir erstmal ein bisschen rot. So, also, ja, wir gehen auf unser Objektwerkzeug natürlich. Das ist weit okay. Gehen auf hier den Radius. Wollen wir natürlich ein bisschen kleiner machen. Ungefähr hier, damit er nicht aus der Kugel geht. Voilà. Dann machen wir mal Ambient Occlusion. Global Illumination. Machen wir uns mal einen schwarzen Boden. Das machen wir einfach mal schwarz. Dann gehen wir hier bei Reflexion. Machen wir uns mal ganz schnell so ein Preset. Anisotropie. Und rendern wir mal. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ach so, und ganz kurz, sorry. Gehen bei Rauheit. Machen wir das ein bisschen doch rauer. Obwohl, nee. Nee, okay, gut. Sorry. Okay. Gucken wir mal. Ah. Ja, okay, super. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ach so, eine Sache noch. Gehen hier bei der beim Textur des Kürbisses, damit es nicht so nach Plastik aussieht. Gehen wir hier auf Relief rein, gehen auf Textur, gehen auf Neues, machen einfach ein Neues rein. Heißt aber nicht so wabbelig, sondern globale Größe, ups, machen wir einfach kleiner, nicht ein, sondern machen wir so 1. Gucken wir mal, entweder 1 oder 2 oder 3, sowas im Dreh. Machen wir hier auch nochmal ganz kurz. Die Rauheit einfach mal ein bisschen raus. Und gehen wir hier beim Null, beim UV Mapping auf Flächenmapping. Hier machen wir auch Flächenmapping.
Und auch Flächenmapping. Was und gucken wir mal. Ja, okay, und voilà, jetzt habt ihr schon mal so einen Kürbis. Jetzt könnt ihr natürlich noch den Schatten passender machen. Und zwar, das ist das Licht 2. Nee, sorry, Licht 1. Könnt ihr nochmal bei Noise auf Noise beides gehen und auch beim ersten Licht auf Noise auf beides. Dann sieht es halt ein bisschen nach Noise aus. Genau, auf dem Boden. Der ist eigentlich so weit auf dem Boden. Das ist okay. Ja, genau. So, das Einzige, was ich euch jetzt noch ganz zeigen will, und zwar, wo hatten wir das? Das war, glaube ich, das alles hier. Genau. Machen wir erstmal eine Gruppe. Und zwar, wenn ihr jetzt verschiedene Kürbisse haben wollt, der ist jetzt zum Beispiel perfekt rund. Wenn ihr das zum Beispiel ein bisschen gequetscht haben wollt, dann könnt ihr hier auf Balk gehen. Balk macht ihr unterhalb des Nullobjektes. Sorry, nicht unterhalb des Null, sondern das Nullobjekt unterhalb von Balk war das, ne? Ja, okay. Ja, doch, eigentlich war schon korrekt. Eigentlich Balk unterhalb vom Null. Naja, okay. Na gut, aber genau, ja, perfekt, okay. Stärke, könnt ihr halt hier jetzt bestimmen, die Stärke beispielsweise könnt ihr das halt ein bisschen quetschen. Dann müsst ihr natürlich auch das Licht ein bisschen nach und nach justieren, aber das sollte ja kein Problem sein. Ja. Oder beispielsweise, ihr könnt es natürlich auch Krümmung ein bisschen verändern, also wie ihr wollt. Könnt es halt so machen auch. Könnt euer Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Und ansonsten würde ich sagen, es hat euch gefallen, war ja auch wieder ein bisschen länger, sorry. Wenn noch Wünsche habt für ein Tutorial, lasst mich wissen in die Kommentare. Schreibt gerne irgendwas dabei, was ihr haben wollt, was ihr wissen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Ansonsten, ja, würde ich sagen, das Video will ich, also hoffe ich mal, das Video war wieder hilfreich. Aktiviert die Glocke auf jeden Fall, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein. Achso, und wenn ihr wollt, ich verlinke euch das nochmal auf meiner Webseite unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen. Da habe ich das wieder auch verlinkt für euch. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, viel Spaß beim nächsten Video und bis dann, auf Wiedersehen.